grüß euch. Ja, das ist eine VA an unseren lieben George. Ich habe heute in meiner Einkaufsrunde das Video von ihm angesehen und war kurz auf der nächsten Station vom Tabakwaren Bosch und dachte mir, George, er hat mich wieder erwischt. Er hat mich wieder erwischt mit dem Tabak, da wo ich eigentlich lange, lange dran vorbeigeschaut habe. Und zwar der Danish Black V. Früher hieß er Danish Black Vanille. Und den habe ich auch gerade in meiner herrlichen kleinen Birinci Meerschaumpfeife 9mm gefiltert. Hat schon ein wenig Farbe bekommen, ist nicht nur einmal beraucht und ja, die Websen sind auch aktiv, denen taugt der Tabak auch. Geh weg. Angriff der Websen. Gehst du weg? Das gibt's ja gar nicht. ja, ich habe hier Manna-Waffeln, ich habe hier einen Karamell-Cappuccino. Da gehen die Wespen nicht drauf, aber auf mich und auf den Tabak. Tabaksbild schaut so aus. Ich blende euch dann auch noch ein Bild ein. Wenn man reinriecht in den Tabak, riecht man ganz klar ein Vanille-Aroma, aber ganz dezent. Ja, sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Und ich kann mich erinnern, bei dem Ostertabak von Unitas, der war aromatisiert mit Orangenlikör. Das riecht ähnlich, also so ein bisschen, naja, so eine. So ein leicht alkoholischer Unterton, möchte ich sagen. Kommt in den Grundgerüchen ungefähr so hin wie der Unitas Easter Tabak vom letzten Jahr. Hauptsächlich Cavendish, Black Cavendish, doppelt fermentiert. Ein paar kleine Virginias. Ein bisschen Virginia und ein wenig Burley ist drin. Riecht nicht schlecht. Der Tabak empfiehlt sich, den nicht zu sehr, also sehr locker zu stopfen. Und du hast immer einen, ja, der Cavendish bewirkt ein cremiges Mundgefühl auch auf der Zunge. Da ist ein bisschen Vanille drin. Ganz, ganz dezent. Wenn man den mit dem Pöschel Nummer 1, Blend Nummer 1 vergleicht, ist der mit, also sehr, sehr wenig Vanille. Ab und zu kommt da mal ein bisschen, ja, eine nussige Note mit vom Burley, aber auch nur immer flüchtig. Und da ist ein bisschen
vom Aroma, ich weiß nicht, an was das liegt, vielleicht wisst ihr das, so ein bisschen eine alkoholische Note mit dabei. Es ist jetzt kein, also die Virginias merkt man eigentlich gar nicht. Die sind begleitend mit dabei. Ja, man hat schon Tabakgeschmack. Aber es ist halt ja, jetzt nicht vergleichbar mit einem Virginia Flake natürlich. Aber einen schönen weichen Rauch. Das Vanille schwimmt ganz dezent mit, ab und zu mal Nuss. Virginia Noten merke ich jetzt nichts. Aber alles in allem, George, du hast mich wieder erwischt. Ich hätte echt nicht gedacht. Ja, aber du schaffst es immer wieder. Ja, jetzt gönne ich mir hier noch meine Mannerwaffeln an der George. Cappuccino, der noch eigentlich sehr, sehr heiß ist. Und auch das Pfeiffer fertig. Ja, steht also wieder dabei, Watz. Habe die Ehre, pfiat's euch. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.